Wo war ich? Ich weiß es gerade nicht mehr so ganz genau. 12G. Sehe ich jetzt erst. Wir haben 12G hier. Schon ordentlich. Gut, ich glaube, ich habe als Aufgabe noch. Ich muss irgendwie diese Figur kriegen. Unter. Da will ich hin. Unter kann nur auf der Straße. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon auf der Straße. Vor diesem Stand muss ich noch diesen Hintergrund und diese Figur kriegen. Und irgendwas war mit ihm auch noch. Was machst du so, Lance? Ich bin Fitnesstrainer und ab. Wenn du richtig in Form kommen willst, Waschbrettbauch und starker Bizeps habe ich. Sind meine Spezialität, meine ich. Hm? Er ist der Perf. Ich bin eben total der Frauentyp. Ein Glück, dass ich auch total ausschließlich. Kann ich die. Bis. So, hey, Larry. Ich hab mir. Na dann schieß mal. Steht für Passion. Larry, ich könnte dich küssen. Das Licht dort ist um diese Zeit perfekt. Bald ist die goldene Stunde. Oh, dann nichts wie los. Du bist ja stürmisch. Der Ort weckt in mir leider einige traurige Erinnerungen. Hm. Ich mache ein bisschen romantisches Licht, ja? Vielleicht kann ich ja helfen, dass du neue, schönere Erinnerungen bekommst. Hm? Du bist nicht nur witzig und gut aussehend, du bist auch noch weise. Der Unter geht auf mich. Aber ich muss wieder die ganze Arbeit machen und den Unter rufen. Augenblick. Ich sehe gerade bei Timber, dass meine alte Flamme sich dort aufhält. Ich kann dir helfen, die Begegnung möglichst angenehm zu gestalten. Es ist komplizierter, als du denkst. Bevor meine alte Liebe nicht dort abhaut, habe ich heute leider kein Foto für dich. Dann sorge ich mal dafür, dass sie von dort verschwindet. Wir sehen uns spät. Okay, also die alte Flamme ist nicht Becky. Also nicht bei ihm. Das hört man irgendwie. Irgendwas war mit Lance. Ist Becky? Lance ist sind seine Muss. Er ist. Ich bin ein Ausschlie. Was? Ich bin du. Wasche. Kann. Nein. Bis kann man nichts machen? Okay. Hallo Becky. Moment, da ist jetzt eine Taube. Die würde nur wegfliegen. Laut Wikipedia. Hallo Jiwi. Nur durch die Fütterung von Guten Menschen. Morgen. Über die Jahre hat diese Spezies einen Geschmack für besonders ekelhafte okay. entwickelt. Jetzt haben wir nicht zugehört, was? Sie sieht hungrig aus, aber Tauben wirken immer hungrig. Die würde nur wegfliegen. Laut Wikipedia überlebt diese Spezies nur durch die Fütterung von Menschen. Über die Jahre hat diese Spezies einen Geschmack für besonders ekelhaftes Essen entwickelt. Besonders ekelhaftes Essen habe ich. Ich habe aufgelaufene Sojamilch und glutenfreies Brot. Das hilft mir nicht. Gegen Brot hat sie offenbar nichts, aber vielleicht fehlt ihr noch der Geschmack. Dann? Hm? Das lässt sich nicht kombinieren. Okay. Das geht, okay. Jetzt ist das Brot mit Barbarenbräu getränkt.
Ahne Böses. Hier, mein kleines Täubchen. Oh ja, das gefällt ihr. Was macht sie denn jetzt? Oh, die hat das Barbarenbräu auch nicht vertragen. Oh oh, das könnte ins Auge gehen. Oder in den Drink. Was ist denn jetzt passiert? Kann ich mir auch nicht erklären. Frauen sind schon komisch, oder? Ja. Oh, sie fassen sich gut an, aber sie riechen gut. Männer sind sowieso besser. Aber sie riechen gut. Es geht nichts über den süßlichen Geruch in der Männerumkleide nach Muschi. Der Geruch von feuchten Muschis. Du bringst mich voll durcheinander, Mann. Mein Blutzucker ist komplett im Arsch. Nur wegen deinem Geschwätz. Becky und ich wollten gerade essen gehen. Aber daraus wird jetzt wohl nichts. Weißt du, worauf ich mal wieder so richtig Bock hätte? Eine Frisur. Weltfrieden? Nur eine Frisur? Eine neue Frisur? Szechuan-Soße. Oh. Die gibt es doch überall. Ja, aber nicht diese eine spezielle Sorte, die man kaufen konnte, als ich noch klein war. Das war die Szechuan Crazy Fanboy Edition. Und die gab es nur kurz. Ist schon lange ausverkauft. Beste Soße aller Zeiten. Wenn jemand im Internet eine Packung anbietet, kommt es am Wohnort des Verkäufers zu Straßenschlachten. Noch einmal die Szechuan Crazy Fanboy Edition Soße essen. Oh, das wäre es. Ich weiß, wo die Soße gibt. Bei Lefties. Im Automaten, der da seit 20.000 Jahren im Klo steht. Hier. Oh Gott. Nee, nicht wieder raus. Rein. Ja. Okay. Da ist jetzt nichts im Ausgabeschacht. Gut, ich will dir erst zapfen, wenn ich... Was hab ich denn? Gummihandschuh? Kann ich den Gummihandschuh reinstecken? Das ist gut, so wie es ist. Anscheinend nicht, okay. Alter Korndog? Ja, das passt da rein. Okay. Und dann mal los. Okay. Einmal Szechuan-Soße für den Korndog. Nostalgischer Korndog. Alles klar. Igitt. Hier, mein Bester. Frisch gezappt. Moin, Bernie. Bitte sehr. Ein Corndog mit der seltensten Szechuan-Soße überhaupt. Es geht. Oh mein Gott. Ein Nostalgie-Corndog. Wie aus dem Bilderbuch. Ich kann es kaum erwarten, mir dieses Würstchen in den Mund zu schieben. Die ganze Soße wegzuschlecken. Das war himmlisch. Jetzt geht's dir aber besser? Ich bin gerade in der Massephase. Glaube ich zumindest. Weißt du, in letzter Zeit bin ich etwas durcheinander. Das liegt nur an den Frauen. Ach, ich will es auch nicht auf die Frauen schieben. Ich habe gerade so etwas wie eine Beziehung hinter mir. Aber ich weiß selbst nicht, was das eigentlich war. Verdammt. Ein ganzer Corndog. Mit Szechuan-Soße. Weißt du, wie viele Kalorien das waren? Die müssen instant in Bizeps verwandelt werden. Das könnt ihr gerne tun. Ich habe bei Timber gesehen, dass meine alte Flamme inzwischen verschwunden ist. Danke, Larry. Leider haben wir die Aber ich nehme auf für YouTube, ne? Also immer dran denken. Nichts Falsches sagen. Die mit
mit Gold im Mund? Ich kann mir ja denken, was du gern in den Mund nimmst. Ich meine damit den Moment kurz bevor die Sonne komplett untergeht. Das wäre der perfekte Hintergrund für dein neues Profilbild gewesen. Können wir für das Foto nicht irgendwie tricksen? Wenn du spontan einen Sonnenuntergang in deiner Hose findest, sag Bescheid. Chris ist übrigens auch noch in dem Channel. Warte auf Join. Also falls ihr ihn da antrefft, einfach ihm sagen und hochziehen. Ich will jetzt ungern raustappen. Muss ich ja gleich wieder alles schneiden und so. Das ist ja mal doof. Hallo. Was gibt's? Was ist das für ein Fotopanorama? Es zeigt einen romantischen Sonnenuntergang zur goldenen Stunde. Es ist etwas verblasst, aber so passt es auch zu New Lost. Ja, der wollte gleich mal wiederkommen. Sammlerstück. 100 Dollar. So viel Geld habe ich? Naja, ich würde es auch gegen ein Ich versuche sowas. Ein außergewöhnliches Secondhand-Objekt, okay. Bis später. Das außergewöhnliche Second-Hand-Objekt ist bei den Hippies an der Wand. Dafür wollen die was nochmal haben? Ich vergessen. Ich will nochmal fragen. Wo war die hier gerade? Ja, ich bin doch auf der Straße, naja, so gut wie. Das da. Würdet ihr das Grabtuch gegen etwas... Ich kann mir nur... Ich auch. Was ist das denn? Die streng limitierte Vintage-Kamera von Prune. Ja. Die druckt direkt ein Foto. DJ ist... Sicher. Stimmt. Aber damit ich so eine Kamera kriege, muss ich die Figur haben. Figur kriege ich aber nur, wenn... Okay, jetzt wird's kompliziert. Hallo. Was gibt's? Was ist das? Das ist eine Die Sklaven. Unglaublich. Die Figur? Gern. Mach 1000. Einigen. Nein. Tun wir. Ja. Vielleicht. Danke. Ich brauch. Ja. Nein. Okay, das ging nicht. Ach, wie kam ich denn noch an die Figur ran? Eine kleine Prinzessin und eine dicke. Warum soll sowas ta- Nein. Der, du musst dem Türsteher... Pah, ich hab so lange der... Bis später. Hier muss ich irgendwie den Automaten kaputt kriegen. Aber das weiß ich überhaupt nicht, wie ich das hinkriegen soll. Oh, ich bin überfragt. Hilfe. Hilfe. Wenn du spontan einen Sonnenuntergang... Ohne guten Grund werde ich... Die Zutaten, die ich Lefty besorgen soll. Etwas, um den Geschmack und den Duft des Bieres zu verstärken. Etwas, um das Bier zu einem richtigen Kraftstoff zu machen. Etwas Natürliches mit vitalisierendem Effekt. Okay, also das war... Auf der Karte steht Maka, ein natürliches Produkt mit vitalisierender Kraft. Und Geschmack war... Ach, die wird noch genießbar sein. So schmilzt der garantiert nicht. Kann ich das nicht vielleicht schon machen?
ihm die Zutaten geben. Irgendwie kriege ich dann irgendwas von ihm noch. Etwas Natürliches mit vitalisierendem Effekt. Ja, das sollte gehen. Danke, Larry. Okay. Eher nicht. Okay, das nicht. Blumen. Das würde ihm nicht. Okay, geht nicht. Slushy? Das ist keine gute Idee. Kein Slushy. Das lässt sich nicht. Ich will auch gar nicht kombinieren. Ich will. Tja, dann kann ich sonst nichts machen. Die Zutaten. Etwas um den Geschmack, etwas um das Bier, etwas natürlich. Hm. Hier steht irgendwas darüber, dass durch sogenannte E-Zigaretten die Gehirnströme. Das könnte ja noch funktionieren, ne? Dass wenn ich den Typen auf den Rummel den Zettel in der Hand drücke. Schau dir das mal an. Zeig mal her. Volkskontrolle, Chemtrails, Gehirnwäsche, auch die beliebten E-Zigaretten beinhalten Stoffe, mit denen die Menschen kontrolliert werden. Sie sind sozusagen Chemtrails to go. Okay, ich glaube, ich lasse das besser. Kann ich die E-Zigarette jetzt haben? So einfach ist das nicht. Ich brauche irgendeinen Ersatz dafür. Irgendwas, das mich oral befriedigt. Das klang jetzt etwas seltsam, aber du verstehst mich schon. Ja, okay, er braucht was anderes. Klebriger Knochen? Das ist keine gute Idee. Okay. Würde dich das oral befriedigen? Na gut. Da sind wenigstens keine künstlichen Gifte drin. Nö. Hier, nimm normale Zigaretten, damit die künstlichen Zigaretten. Nimm diese Chemtrails vergiftete Giftschleuder. Alles klar, ich habe eine E-Zigarette. Das Ding macht ganz schön viel Qualm. Okay, krieg ich damit. Das hilft mir nicht. Die Maschine. Das ist keine. Bitte. Besser nicht. Okay. Das ist doch. Ist das nicht ein tolles Nostalgieobjekt? Liebe Waldraut. Das ist keine gute Idee. Schade. Das ist gut. Eine Fotowand mit einem romantischen. Eher nicht. Okay. Das Ding macht ganz schön viel Qualm. Schon alle Sachen gelöst, wieder die nächsten Fragen, die ich nicht verstehe. Das lässt sich nicht. Das macht irgendwie alles keinen Sinn. Verdammt. Na ja, gut, da kann ich mal schön speichern, wenn ich schon dabei bin. Aber was mache ich jetzt mit der Rauch? Mit der Pfeife? Eher nicht. Ja, hab ich jetzt auch nicht gedacht. Ohne guten Grund wühle ich da nicht. Das quillt über. Zieh dir Handschuhe an. Besser nicht. Die okay. Riechen so schon genug nach Gummi.
Was ist das denn? Wie war das, die Drohne war vorher nicht da, oder? Die war doch nicht da, die Drohne. Mal gucken. Die war vorher nicht da. Die ist neu, die Drohne. Die Rotorblätter sehen so scharf aus. Irgendein perverses Schwein schaut mir heimlich bei meiner Piepshow zu, ohne zu bezahlen. Da sind sicherlich ein paar meiner Highlights drauf. Hey, den brauche ich für... Ich leih. Schnipp, schnipp. Schnipp. Jetzt filmt Aaron niemand mehr. Naja, außer sich selbst. Aber die Kamera ist runtergefallen. Kannst du bitte meinen Buschtrimmer... Ja, ich lasse den Buschtrimmer hier. So, jetzt habe ich doch direkt was für den Dance-Laden. Das ist bestimmt doch hier reingefallen. Das jetzt kommen die Handschuhe. Das hilft mir nicht. Okay. Die Kap... Okay, geht doch so. Na gut. Ich frage mich, wem der gehört. Da sind Aufnahmen von Aarons Show drauf.